Aloha Leute, willkommen zu meiner neuesten Anime-Vorstellung, diesmal mal wieder auf Bestellung und diesmal von unserem YouTube-User Vexalius, der sich von mir den Anime Chaos Head gewünscht hat, einen wirklich spannenden Anime mit sexy Mädels, einem Hauptcharakter, der nur immer ein Junge ist, sprich ein guter Harem mit viel Action. Nun ja, ich versuche euch mal die Story zu erklären, die wirklich ein bisschen kompliziert ist. Also ich musste den Anime echt zweimal gucken, um das nochmal alles ordentlich zu verstehen. Aber nun ja, ich denke, ich bin vorbereitet und werde euch jetzt versuchen, Chaos Head vorzustellen. Also, es geht um den Hikikomori Takumi Nishijo. Dieser lebt abgeschieden von der Außenwelt, sozusagen... Ihr wisst sicher was ein Hikikomori ist, da ihr Anime schaut. Nochmal für die, die das nicht wissen, ein Hikikomori ist jemand, der sich von der Welt abschaltet, sprich, er geht, verlässt nie sein Zimmer und ja, sprich, Stubenhocker, die nie ihr Zimmer verlassen, machen sich Zeitungen an die Fenster, etc., etc., etc. Nun ja, aber es geht um Anime, also versuche ich mal zu erklären. Also, wie gesagt, Takumi ist ein Hikikomori, traut sich nicht aus dem Haus und hat Angst vor der Welt. Er chattet wirklich sehr gerne und ist ein großer Fan seiner Computerheldin Seira, die er sich auch irgendwie in real vorstellt. Typisch Hikikomori-Kram. Auf jeden Fall chattet Takumi eines Abends mit einem Chatpartner namens Shogun, dem einen merkwürdigen Link schickt. Er denkt anfangs, das wäre ein Virus, aber es handelt sich hierbei um ein Bild. Als er dieses anklickt, sieht er einen Mord, der am nächsten Tag wirklich real wird. Und Takumi ist dabei auch noch Live-Zeuge. Klar, das ist wirklich merkwürdig, aber als er dann noch sieht, wie dieser Typ gerade umgebracht wurde, steht auch noch seine Klassenkameradin Rimi davor. Diese ist blutverschmiert und hat merkwürdige Messer in der Hand, mit der dieser Mann umgebracht wurde. Und Takumi dreht natürlich unglaublich durch, denn am nächsten Tag in der Schule ist dieses Mädchen wieder da und tut fast so, als wären sie beste Freunde und würden sich schon jahrelang kennen. Und auch sein bester Freund sagt ihm, dass Rimi schon seit Jahren seine Freundin ist. Aber Takumi ist total verwirrt. Was soll das? Woher kennt er dieses Mädchen? Warum denken alle, sie seien gut befreundet? Und so weiter. Dann kommt Takumi auch noch mit diesen Mädchen in Verbindung, die Schwerter bei sich haben und kämpfen. Es ist wirklich unglaublich kompliziert und Takumi wird in eine ganz andere Welt hineingezogen und auch um ihn herum passieren wirklich merkwürdige, komische Dinge. Piu, nur mein Fazit zum Anime Chaos Head. Der Anime ist so kompliziert am Anfang. Also, das sind 13 oder 12 Episoden, aber es ist so kompliziert, ey. Also, vielleicht bin ich dumm, aber ich habe das wirklich nicht kapiert auf Anhieb. Nennt mich dumm, aber dann hat eben Pech gehabt. Naja, aber ansonsten finde ich den Anime wunderschön. Alle die Mädchen, ich habe ein ganz besonderes Mädchen, das ich gerne mag. Das ist so eine Rocksängerin. Oh, die ist wunderbar. Auf jeden Fall, der Anime ist wirklich sehr interessant, finde ich. Auch wenn er kompliziert ist, hat er mir sehr Spaß gemacht zu gucken. Und ja, an alle Fans von Fantasy, Sexy Mädels, Harem und Co., die sollten sich wirklich Chaos Head anschauen. Sprießt auch manchmal ein bisschen Blut dabei, ist auch spannend, actionreich. Und nun ja, also wirklich ein klasse Anime, ich kann ihn nur empfehlen. Und das war's auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal, eure Izzy!